Hey, servus Leute, hi, hier ist der Volle vom Bruder Hardcore Photography und bei IG Reels habe ich ein Tutorial hochgeladen und heute gibt es das volle Tutorial. Nach dem Intro geht es weiter. Hey, cool, dass ihr dran geblieben seid und heute gibt es nämlich einen Dual-Farblook in unter einer Minute oder eine Minute. Macht mir mal einen Gefallen und stoppt die Zeit, ob ich das jetzt hinbekomme. Eine Info noch, bei meiner oder beim IG Reels habe ich das als Mini-Tutorial hochgeladen. Könnt ihr auch mal gucken und meine IG-Seite, Instagram-Seite besuchen. Heute, ja, habe ich eine Umfrage gestellt und heute gebe ich das große Tutorial raus hier bei YouTube. Und Leute, macht mir mal wirklich einen Gefallen und nehmt mal die Stoppuhr von eurem Handy und stoppt mal die Zeit, wie lang das ich jetzt brauche, um diesen Dual-Farblook zu generieren in Photoshop. Wir fangen jetzt auch gleich relativ schnell an. Ich will hier noch das Model vorstellen. Das Model ist Olli. Mega cooler Typ. Könnt ihr auch mal die Seite besuchen von ihm. Bei Instagram ist er auch dabei. So, und jetzt, Leute, nehmt euer Handy raus, euren Timer, und wenn ich dann von 1 auf 3 zähle, drückt ihr mal drauf. Und dann beginne ich. Also, 1, 2, 3, go! Jetzt geht's los. Okay, Leute, wir machen hier einen Farblook, einen Dual-Farblook, den ich definitiverweise unter einer Minute generieren will. Warum und wieso und weshalb? Weil es einfach geil ist. Ihr könnt alles nachvollziehen, was ich hier jetzt mache. Und ich spreche jetzt auch nicht so viel, muss ich jetzt ganz ehrlich sein, weil ich definitiverweise nicht so viel sprechen kann. Ich muss mich da jetzt echt fett konzentrieren, dass ich hier den Fokus nicht verliere. Bam, Leute, draufdrücken. Wie lange habe ich gebraucht? Wie lange habe ich für diesen Look gebraucht? Schreibt mir das bitte mal unter die Kommentare. Würde mich echt glücklich machen, wie lange das ich jetzt gebraucht habe für den Bildlook. Ihr könnt auch gerne nochmal bei mir auf die IG-Seite, also bei Instagram, vorbeischauen und euch das bei Reels nochmal angucken. Ich glaube, ich war unter einer Minute. Also gefühlt war ich jetzt unter einer Minute. Ich weiß es jetzt aber nicht. Ey Leute, gebt mir bitte Bescheid, wie lange das ich gebraucht habe für diesen Bildlook. Leute, das war's eigentlich schon wieder. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war mein Quick-Tipp für diesen Dual-Farblook-Effekt. Mich würde es freuen, wenn da ein Abo dalassen wird und das kleine Glöckchen natürlich aktiviert, dass da immer mitbekommt, wenn hier bei meinem YouTube-Kanal was passiert. Und Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder und recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Haben wir wieder was gelernt? Auf Wiedersehen!